Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich stelle mich hier extra mal vors Fenster. Ich hoffe, euch geht's gut. In einer halben Stunde kommt eine junge Dame von der Zeitung, denn es geht um einen Artikel über mich. Ich darf allerdings nicht so viel verraten, deshalb. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Und die Kinder sind auch mit am Start. Ich habe leider keinen Babysitter. Deswegen hoffe ich, dass alles reibungslos verläuft und dass die Kinder schön ruhig spielen, damit ich mich gescheit unterhalten kann heute. Ja, und anschließend wollten wir zu IKEA und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Deshalb würde ich sagen, bis gleich dann. Ihr Lieben, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was ich Lukas zu Weihnachten schenken könnte und ich bin jetzt hier bei gravierstier.de. Ihr könnt die Geschenke individualisieren und das wird ja auch zum Beispiel mit Lasergravur gemacht. Es gibt verschiedene Accessoires, die ihr eben eingravieren lassen könnt. Ich werde jetzt zwei Sachen hier gestalten und zwar einmal eben die Handyhülle und hier habe ich schon mal was vorbereitet und zwar habe ich mich hier auch für ein Holzbild entschieden und das Material ist aus Birken- und Verbundholz und ich habe mich jetzt hier für dieses Bild entschieden. Das funktioniert übrigens super, super easy. Also ich hätte nicht gedacht, dass man das alles hier so schnell gestalten kann und ich habe mich für die Überschrift entschieden, die Familie ist die Heimat des Herzens. Ich gehe mal hier auf Accessoires und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, was es alles gibt, was man eingravieren lassen kann. So schaut die Handyhülle aus, richtig rustikal. Ich finde die wirklich wunderschön und das ist echt Holz und die Holzfärbung ist dunkel. Und die kostet nur 18,50 Euro. So, ihr klickt einfach hier drauf und sucht euch das Bild aus, was ihr eingravieren lassen wollt. Und dann erscheint hier das Bild. Also das geht wirklich super einfach. Und ihr könnt das, wie gesagt, dann individuell platzieren. Ich vergrößere das Bild jetzt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich eventuell die Schrift ändere. Also wie ihr sehen könnt, das geht hier super easy. Es macht total Spaß, hier die Handyhülle zu gestalten. Das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Die zwei Süßen hier. Und das geht natürlich jetzt auch in den Warenkorb. Hier habt ihr die Preise und hier könnt ihr sehen, was ihr gestaltet habt. So, und jetzt geht's weiter zur Bezahlung. Und wenn meine Bestellung ankommt, dann zeige ich sie euch selbstverständlich. So, ihr Lieben, ich bin jetzt extra hoch ins Gästezimmer, damit Lukas sein Weihnachtsgeschenk nicht sieht. Meine Bestellung von gravierstier.de ist eben angekommen. Übrigens, als ich meine Bestellung getätigt habe, war das vorgedreht, weil ich wollte euch zeigen, was ihr für Möglichkeiten habt im Shop und wie ihr das Ganze eben individuell gestalten könnt. Ich habe mich übrigens am Ende doch für das dunklere Holz entschieden mit der Überschrift Samuel und Emily. Das hier ist für das Handy S9 Plus. Es gibt natürlich verschiedene Varianten für verschiedene Handys und wie schön ist bitte dieses Bild hier eingraviert worden. Ich bin wirklich total begeistert. Das Holz ist auch total hochwertig. Also hier steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin. Man sieht es und ich bin echt mega, mega happy mit meiner Bestellung und bin überzeugt davon, dass ich Lukas damit eine große Freude machen werde. Und das hier ist die Holztafel. Hier ist auch der Ständer mit dabei. Und hier habe ich mich übrigens dann am Ende doch auch gegen die Überschrift entschieden, weil ich das Bild ein bisschen größer haben wollte. Aber da wollte ich euch eben auch bei der Gestaltung zeigen, dass ihr die Möglichkeit habt, auch einen Schriftzug eingravieren zu lassen. Und hier sieht man auf Anhieb die Qualität, muss man wirklich sagen. Es ist sehr, sehr scharf eingraviert worden, das Bild. Wunderschön. Also ich bin mega begeistert, muss ich wirklich sagen. Ich verlinke euch übrigens gravierstier.de nochmal unten in der Infobox, sowie beide Produkte. Ich finde, das ist eine super schöne Weihnachtsgeschenkidee oder generell ein sehr schönes Geschenk. Da freut sich wirklich jede Mama, jede Oma oder eben auch Ehemann. Ich persönlich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn man mir sowas schenkt, weil das eben was Einzigartiges ist. Ja, ich hoffe, dass das eventuell eine Idee für euch ist, falls ihr noch ein Geschenk sucht für Weihnachten. Ich bin wirklich mega begeistert und kann es nicht erwarten zu sehen, was Lukas dann dazu sagen wird. So, meine Lieben, wir stehen jetzt hier vorm IKEA. Wieso sage ich immer IKEA? Wie heißt das denn richtig? IKEA. IKEA. Ich sage immer IKEA, IKEA, IKEA. Oh mein Gott, Leute. Also, wir stehen jetzt, ja, wie ein Esel. Und übrigens, die junge Dame war vorhin da. Wir hatten wirklich ein sehr nettes Gespräch. Es wird am 1. Januar einen Zeitungsbericht über mich geben bei der Frankfurter Neuen Presse und im Bad Vilbel und so weiter. Aber wenn es soweit ist, dann erzähle ich euch auf jeden Fall davon. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was ganz Neues für mich, weil ich habe sowas noch nie gemacht.
Emily, Schatzi, wie geht's dir? Emily war vorhin so lieb, so, so lieb. Und Samuel natürlich auch, ganz lieb. Und ich konnte mich mit dem Mädel richtig nett unterhalten. Die haben so süß gespielt, echt. Ich habe echt liebe Kinder. Ich bin sehr froh darüber, muss ich sagen. Aber es läuft nicht immer so fein, ne? Auch bei uns herrschen mal Chaos und Stress. So, ich bin jetzt gespannt, ob wir fündig werden, weil wir suchen ein Bücherregal für Samuel und für meine Mama einen Couchtisch. Wir wollen sie damit überraschen, weil sie hatte so einen wunderschönen Kristalltisch, aber der ist leider kaputt gegangen. Und ja, sie steht jetzt da auf dem Couchtisch, jetzt kurz vor Weihnachten. Und wir feiern ja dieses Jahr Weihnachten bei meiner Mama. Wir sind, keine Ahnung, 15 oder 16 Personen. Und es ist ein bisschen unvorteilhaft, würde ich sagen, ohne Couchtisch. Und ja, wir holen ihr jetzt einfach einen spontan. Ich hoffe, sie freut sich. Und ja, ich brauche auch noch ein paar Kerzen und so weiter. Und ich guck mal, was so Neues gibt hier. Ganz ehrlich, ich könnte mich hier radikal jetzt hinlegen und eine Runde schlafen. Ich bin so müde. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich war nämlich total aufgeregt wegen der jungen Dame, die heute bei mir war, wegen dem Zeitungsbericht. Und ich war schon ein bisschen nervös. Ja, ich habe nicht so viel geschlafen. Gut, ich packe jetzt die Kamera kurz weg. Nee, bist du auch müde, Schatz? Gefällt er dir in Rosa? Wollen wir dir den kaufen? Der ist schick in Rosi. Der ist aber echt geil, ne? Schaut mal, der ist so aus Samt. Das ist so ein Vintage-Rosa. Ich mach mal die Decke hier weg. Boah, der ist mega schön. Wie viel kostet der? Ich glaube, ich habe den das letzte Mal schon gesehen. Kann das sein, dass ich den euch gezeigt hatte? 149 Euro. Schaut mal, ich habe so richtig schöne Teppiche entdeckt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das sind so Fake-Fell-Teppiche, aber in so einem richtig schönen Creme-Weiß. Und ich dachte mir, ich nehme mal zwei mit für oben für den Flur, weil wir haben da momentan so dunkle und ja, die fusseln so ein bisschen, die gefallen mir nicht. Und die kosten nur 9,99 Euro. Ich glaube, doch zwei reichen. Ich nehme zwei mit. Also ich glaube, der Samuel, der würde gerne hier übernachten heute. Gefällt dir der Sessel? So blumig? Hatte nicht die Omi mal so einen Sessel? Ja? Ich glaube, die sind jetzt sehr im Trend. Komm Schatz, vamos. Ach, schaut mal, diese Glaskugeln hier, die haben doch von Mainpunkt welche geschenkt bekommen. Also so als Idee für euch, da macht ihr noch eine Lichterkette rein und et voilà, voll schön. Ich weiß gar nicht, wie viel kosten die. Ich guck mal, vielleicht steht ja hier unten was. Das habe ich übrigens auch im Bad. Steht kein Preis, aber die werden bestimmt nicht so teuer sein. Aber eine sehr schöne Idee. Also wir sind fündig geworden, das ist der Kallax, meine ich, genau. Und wir wollen dann auch hier solche Teile kaufen. Und dann kann er seine Spielzeuge reinmachen, weil der hat die momentan in so Plastikkisten. Das sieht ein bisschen unschön aus und dann sieht es ein bisschen aufgeräumter aus. Ja, die kosten auf jeden Fall 4,99 €, davon bräuchten wir vier Stück. Und hier oben kommen dann seine ganzen Bücher. Wie viel kostet der denn? 59,99 €. Ach, guck mal, Leute, es gibt hier ein ähnliches. Ich glaube, das ist jetzt ganz neu. Und das kostet nur 29 €, also viel günstiger. Regalflister. Der würde eigentlich auch perfekt reinpassen. Der ist nur ein bisschen niedriger. Da ist der andere. Aber, mein Gott, für ein paar Bücher reicht es auf jeden Fall. Also hast du 500 Platz. Ja. Da kann er ja auch hier oben seine ganzen Star Wars Figuren hinstellen. Das ist 70.
Schaut mal, wie schön. Ich freue mich ja schon so sehr auf unsere neue Küche. Wir werden auch so eine Insel haben. Allerdings nicht mit einer schwarzen Platte, sondern weiß, ganz klar. Die ist aber sehr schön. Ich liebe ja weiße Hochglanzküchen, aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Die ist wirklich süß, die Küche. Ja, Emily. Schau mal, Emily, dann kannst du der Mama zu Hause helfen. Kannst du auch ein bisschen was kochen. Ja, guck mal, du kannst sogar ach, goldig, wie süß. Quanto cuesta? 70 Euro. 69,99. Oh, guck mal, die Küche gefällt ihr. Mausi, willst du die haben? Für Weihnachten. Die ist echt schön, Lukas. Die sind aber nicht aus echtem Porzellan, oder? Sie sagt Nam Nam. Schatzi, sind die aus echtem Porzellan? Nicht, dass sie sie kaputt macht. Ja, guck mal, die kocht. Ja, die Teller schon. Oh, das ist sehr gefährlich. Nam Nam. Nam Nam. Nam Nam. Emily. Hier, damit kannst du Nam Nam machen. Das kann man da rein. Lecker, Njam Njam, Emily. Ich glaube, die sind aus Porzellan, die Teller, Schatz. Das ist sehr gefährlich. Zeig mal, gib mir mal. Oh, die sind aus Porzellan. Stell die mal zurück. Wir laufen jetzt ganz schnell weiter. Die Emily wird alleine da rein. Okay, okay, gib ihr das in die Hand. Vorsichtig. Lukas, das ist mir zu gefährlich mit dem Porzellantellern. Wenn wir sie alleine lassen, sie kommt schon mit. Ja, das stimmt. Komm, geh mir alleine. Emily möchte jetzt aber was Leckeres für uns kochen. Nee, oder? Riechst du dran, Schatzi? Nach was riecht das? Nach Pizza oder nach Spaghetti Bolognese? Nam Nam. Nach Nam Nam. Nam Nam. Echt süß. Mega. Mausi, weinst du? Willst du unbedingt mit der Küche weiterspielen, ja? Die war aber auch echt schön, ne? Ja. Zu Weihnachten. Eins, zwei und drei. Wir bleiben jetzt hier. Wir übernachten bei Ikea. Tschüss. Ciao, wir gehen schlafen. Ciao, ciao. Yeah, baby. Oh mein Gott, wir sind so crazy. Bleiben wir hier? Schön gemütlich, oder? Aber wir haben eher ein eigenes Bett. Wir haben ein eigenes Bett, aber wäre nicht schlecht mal zur Abwechslung, oder? Eine Übernachtung bei Ikea, das wäre doch mal was. Darf man nicht. Darf man nicht? Okay, komm. Dann gehen wir weiter schaffen. Das war gefährlich, wo er mal hingefahren ist, ne? Den Kopf so. Ja. Muss man aufpassen. Samuel ist ein bisschen wild manchmal mit der Kleinen. Das meint er auch gar nicht böse. Er ist halt ein Junge. Und die Jungs sind ein bisschen wilder. Ja, das wird er noch lernen. Ich glaube, bald zeigt sie ihm auch, wo es lang geht. Schatz, aufpassen, ne? Aufpassen. Komm, dame la mano. Dame la mano, vámonos. Ich hab deine Hand. Eins. Oh, 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 oh. Zack. So. Nur bis eins. Hä, wieso ist hier putzen? Hat jemand vergessen? Oh, die ist so schwer geworden. Oder ganz oder so offen lassen. Nee, offen möchte ich nicht mehr. Dann nicht so holen. Das sieht sehr, sehr elegant aus. Gefällt mir gut. Und ich finde die Idee mit dem Spiegel hier auch richtig cool im Ankleidezimmer, weil dann haben wir uns gleich so einen Spiegel gespart sozusagen.
Richtig cool. Ach, das kann man gar nicht abmachen. Da? Un Baby? Un Baby! Hola! Wollen wir später einen Hotdog essen? Ja. Ein oder zwei? Mit Zwiebel? Ja. Und noch ein Eis? EIS. EIS, ja, sehr gut. Und du? Magst du auch ein Eis, Emily? Ein Wauwau? Ist das ein Wauwau? Ich glaube, das sind Wale. Jetzt holt sie ihn. Oder Haie. Schaut mal, wie süß. In Weiß. Passt doch hier für die Myra. Super groß. Ja, stimmt, den haben wir immer noch. Genug Fische zu Hause. Ja, ich hab vier Fische zu Hause. Ich komme mir keinen Wal mehr ins Haus. Ja, mit dir reicht's ja. Wir haben doch keinen Wal. Du bist der Moby Dick, der größte Fisch hier. Wir haben doch keinen Wal im Haus. Doch, da, dein Vater. Aber der ist ein Wal? Na klar. Ich bin Moby Dick und ich bin Captain Ahab. Und ich bin Captain Iglo. Ja, genau. Nämlich ist das Fischstäbchen. Sie sind immer versteckt. Emily, bist du das Fischstäbchen? Sie mag nicht gegessen werden. Ja. Deswegen sie immer weg. Komm, Emily, gehen wir. Wir braten dich heute zu Hause an. Hallo. Die Arme. Emily. Njam, njam. Njam, njam. So, wir essen jetzt lecker und anschließend gehen wir weiter shoppen. Samuel gibt mir Eis, oder? Ja. Was soll er denn sonst sagen, ne? Yum, yum. Also Leute, wir haben einige Teile geshoppt und wir haben übrigens diese süße rosane Küche für die Emily auch gekauft, für Weihnachten, als Weihnachtsgeschenk. Und wir haben auch ein Bücherregal für Samuel und für meine Mama einen Couchtisch gefunden und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Kann ich euch ja dann zeigen, wenn ich zu Hause bin. So, und wir fahren jetzt nach Hause. Und ich weiß nicht, was heute noch so passiert. Deswegen würde ich sagen, bis später oder bis morgen. Die Emily telefoniert gerade. Telefonierst du mit der Jaja? Telefonierst du mit der Jaja? Ja. Wer ist denn die Jaja? Die Ola Jaja. Jaja ist übrigens die Oma. So, wir haben zwei Kissen mitgenommen für die Couch, weil ich habe ja immer meine Dekokissen und Lukas wollte was zum drauf chillen. Und das sind die Klassiker vom IKEA. Also die gibt es momentan für 7,99 Euro, Family-Preis, und regulär kosten die, meine ich, 14 Euro. Und wie gesagt, wir haben zwei Stück mitgenommen. Dann diese zwei Fake Fellteppiche für jeweils 9 Euro. Die sind wirklich wunderschön, super weich und die kommen dann hoch in den Flur. Davon haben wir zwei mitgenommen. Dann noch eine Kerze. Die kommt dann hier hin. Hier. Die mache ich gleich ab. So. Genau, passt perfekt hin. Ich mache die Folie dann anschließend weg. Und dann habe ich hier noch ja, kleine Servietten mitgenommen, ganz schlicht in Weiß. Ja, für den Kaffee oder so habe ich mir gedacht, 50 Stück sind hier drinnen. Gemütlich, ne, Schatzi? Ist der Teppich gemütlich?
So, was haben wir noch gekauft? Also, hier ist die Küche für die Emily, die werden wir dann später wahrscheinlich aufbauen. Hier ist ein Bücherregal für Samuel. Und Samuel wollte unbedingt diese Spielmatte hier haben. Die ist wohl auch neu in diesen Farben. Und die wollte er unbedingt haben, um Handstand und sowas zu üben oder Breakdance drauf zu tanzen. Genau, und das war unser Einkauf bei IKEA. Guten Morgen, meine Lieben. Ein neuer Tag. Ja, wir waren gestern ziemlich euphorisch gewesen nach dem IKEA-Einkauf, dass wir gleich die neue rosane IKEA-Küche für Emily aufgebaut haben. Sie ist übrigens total begeistert. Sie spielt die ganze Zeit mit ihrer neuen Küche. Ich zeige sie euch auch gleich. Und wir haben natürlich auch das Bücherregal für Samuel aufgebaut. Das zeige ich euch dann auch anschließend. Vielleicht sucht ihr auch sowas für eure Kinder. Auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und es sieht jetzt Gott sei Dank alles auch wieder aufgeräumt aus. Und ja, ich zeige euch jetzt die Küche, die ist so süß. Oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte auch so eine gehabt. Ich meine, ich hatte auch eine Küche, aber die war ein bisschen kleiner und nicht so schön wie diese hier. Also für mich ist auch ein Mädchentraum wahr geworden. Tada, das ist unsere neue rosane IKEA-Küche und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist Emily total begeistert. Sie spielt total süß, den ganzen Tag schon mit der Küche. Ihr habt ja auch wirklich eine richtig tolle Funktion. Da hat sie nämlich auch nochmal so ein echtes Spielerlebnis. Das kann man hier anmachen und es leuchtet rot. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Küchenutensilien zum Spielen kaufen. Sie hat zwar hier ja ein paar Tassen und Tellerchen und so weiter. Hier könnt ihr auch viele schöne Teile aufbewahren. Hier haben wir zum Beispiel Croissants, Muffins und ein Toast, Banane, Karotte und so weiter. Und hier auch noch ein paar Tellerchen und Gläser. Aber ich glaube, sie braucht auf jeden Fall noch einen Topf oder sowas. Und hier hat sie gleich ihr Kuscheltier reingemacht. Auf jeden Fall bin ich mega, mega zufrieden. Die ist total schön, die Küche. Das ist so, also hier, das ist eine ganz zarte rosane Farbe, so ein Pastellton, sehr, sehr schön. Und ja, Emily hat auf jeden Fall Spaß und das ist sozusagen ihr Weihnachtsgeschenk. So schön spielst du mit deiner neuen Küche. Schaut mal, sie hat mir hier einen Muffin vorbereitet, ein Croissant, einen Tee. Hast du auch ein Löffelchen Zucker reingemacht, Emily? Ja? Einmal rühren bitte für die Mutti. Einmal rühren. Dankeschön. Ja, toll machst du das. Njam, njam, das schmeckt aber gut. Ist das eine heiße Schokolade? Dankeschön. So, ihr Lieben, das Licht ist jetzt hier nicht so toll. Das ist das neue Bücherregal von Samuel. Und ganz ehrlich, für 29 Euro kann man echt nicht meckern. Wir haben die ganzen Bücher gestern einsortiert und viele, viele Bücher auch aussortieren müssen. Die bekommt dann einfach die Emily. Und ansonsten haben wir hier noch 4 Kisten dazu gekauft. Hier haben wir jetzt noch ein paar Kisten liegen. Da muss er auf jeden Fall seine Spielzeuge noch einsortieren. Und ja, es ist alles übersichtlich und ganz ehrlich, für 29 Euro... Bombe. Also vielleicht sucht ihr ja auch sowas und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und hier sieht es wieder schön ordentlich aus. Und schneller! Und könnt ihr noch lauter und schneller? Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Guck mal hier, Emily, ein Zeh wie eine Ziege. Seht euch mal die Wanze an. Tomate. Da? Guck, eine Tomate. So, meine Lieben, heute passiert nicht mehr viel. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ihr ein bisschen mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich hier kostenlos abonnieren, um eben keine Videos mehr von mir zu verpassen. Oder ihr könnt euch andere Videos von mir anschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Bleibt mir bitte unbedingt bis dahin gesund. Und ich würde jetzt sagen, bis ganz bald. Ciao, ciao. Die Lavios. Adios. Mua. Ciao.